ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute mal wieder 5 verschiedene super coole Schleim- und Glibbersorten. Die will ich einfach nochmal vergleichen. Da ist einmal dieser Einhornschleim dabei, also Knetschleim, Glitter-Einhorn. Dann habe ich hier Marks Sinking Putty und das ist die magnetische Knete. Dann habe ich hier, dieses Glibber-Ei. Da ist ein Alien enthalten, also ein ziemlich cooles Ei und da drin ein Alien und Glibber. Dann habe ich hier ganz klassisch den Furzschleim. Bitte nicht schlucken, steht da noch. Auf jeden Fall, die Farbe ist schon total außergewöhnlich und leuchtend. Und der kann wohl richtig heftig furzen. Und dann habe ich hier meinen Lieblingsschleim, also einen meiner Lieblingsschleimsorten, den Schleimeschlamm von den Euchis, von Slimy, und der ist richtig schön grün. Wir haben also alle möglichen Farben dabei, orange, grün, blau, rot und nochmal grün. Und ich glaube, die sind alle ganz unterschiedlich. Ich habe extra so ein bisschen geschaut, welche Schleimsorten sind möglichst unterschiedlich, damit wir die gut vergleichen können. Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich ganz unterschiedliche gefunden. Ich fange mal hier mit diesem Alien an. Den finde ich irgendwie ziemlich eklig, aber auch irgendwie cool. Weil das ist ein freundlicher Alien. Und der ist goldfarben, also das finde ich auch schön. Und das Ei sieht auch toll aus von außen. Deswegen, obwohl der ein bisschen eklig ist, gehört der trotzdem irgendwie zu meinen Favoriten immer dazu. Und dieser Schleim ist ganz fest. Und ist ein bisschen bröckelig fast schon. Und wenn man den zieht, reißt er ganz schnell auseinander. Er ist recht durchsichtig, aber man kann den auch gar nicht so auseinanderziehen. Der reißt er immer direkt. Die Farbe ist, ja, leuchtend grün. Ich würde auch sagen, schon fast neongrün. Aber so richtig gut auseinanderziehen kann man dann den nicht. Mal schauen, ob der auf dem Tisch springt wie ein Flummi. Man kann ihn auf jeden Fall gut so zusammenkneten. Und er springt dann auch ganz gut. Dann mache ich einfach mal mit dem Furzschleim weiter. Da habe ich schon gesagt, absolut abgefahrene Farbe. Und wenn man da reinfasst, dann gibt es schon die ersten Furzgeräusche. Ja gut, ich glaube, genug gefurzt. Der ist auf jeden Fall richtig schön weich. Nicht durchsichtig. Dafür umso leuchtender in der Farbe. Und den kann man auch so ziehen. Ja, lässt sich ganz gut ziehen. Und fühlt sich dabei ziemlich weich an. Ich versuche da mal so einen Knoten reinzumachen. Das funktioniert auch. Also der reißt auf gar keinen Fall schnell auseinander, im Gegensatz zu dem anderen. Da kann ich sogar so verrückte Sachen mitmachen und der reißt gar nicht. Und wenn ich den reißen möchte, dann funktioniert es. Dann habe ich hier 2 Teile. Also man kann den schon reißen, aber wenn man vorsichtig ist und den so schön auseinanderzieht, dann reißt der gar nicht. Und kann man den auch so zusammenkneten? Nee, lässt sich nicht so gut so zu so einer Kugel zusammenkneten. Da sieht man, das besteht immer noch so aus kleinen Teilen. Und wenn ich den auf den Tisch fallen lasse, dann fällt der wie ein nasser Sack. Ich mache einfach mit dem Euchis-Schlamm weiter, Schleimeschlamm weiter. Und ich finde, der ist so ähnlich wie dieser hier. Also wie der Furzschleim. Der ist auch so ganz feucht und glibberig und fühlt sich so ganz schwer und schmierig an. Ist auch nicht durchsichtig und lässt sich super gut ziehen. Also noch besser als der Furzschleim. Den kann ich richtig so auseinanderziehen und der sieht aus wie, ja, als wäre das so eine Flüssigkeit schon fast. Und wenn man möchte, kann man den auch auseinanderreißen. Und mal schauen, ob man den zusammen kneten kann. Ja, nicht so gut, aber doch ist eigentlich relativ schnell wieder so eine Masse. Und wenn ich den fallen lasse, nee, auf gar keinen Fall wie ein Flummi. Eher wie ein nasser Sack. Und wenn ich das hier reingebe und reindrücke, da macht der wirklich dem Furzschleim ordentlich Konkurrenz.
Ja, den mag ich einfach total gerne. Ich finde die Farbe toll, der fühlt sich gut an, riecht auch nicht so komisch, sondern ja, ist so an den Fingern ganz angenehm. Ist auch immer so richtig so eine große Portion. Die anderen, das hier ist zum Beispiel nur so ein ganz bisschen. Und das ist richtig schön, so eine ganze Hand voll mit Glibber. Also den mag ich wirklich richtig gerne. Ist ähnlich mit dem Furzstein, muss ich sagen. Also da gibt es gewisse Ähnlichkeiten, sind ja auch beide in so einer Mülltonne. Dann mache ich mal mit Marks Thinking Putty weiter. Und das ist eine intelligente Knete eher. Das ist eine magnetische intelligente Knete und die ist viel fester, lässt sich direkt so formen. Man sieht schon direkt, das ist was ganz anderes als diese Schleim- und Schlamm- und Glibber-Sachen. Kann ich auch mal hier rausholen. Das lässt sich wirklich richtig gut so verarbeiten, zu einer Kugel zum Beispiel. Aber nach einer Zeit fließt das auch wieder auseinander. Also das bleibt auch nicht ewig so eine Kugel. Wenn ich die jetzt mal fallen lasse, ja, das hüpft wirklich wie ein Flummi. Zieht sich. Das kann man auch ziehen wie Kaugummi. Wenn man das richtig kräftig zieht, kann man es auch auseinanderreißen. Es fühlt sich überhaupt nicht feucht an, sondern eher so, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie Wachs oder so. Wenn man das so in den Händen hält, hier hat man das Gefühl, es ist was ganz Feuchtes. Und bei diesem Thinking Putty, Marks Thinking Putty, ist das so, ja, so angenehm weich, überhaupt nicht feucht, aber auch nicht klebrig. Also es klebt auch nicht an den Fingern fest. Und da ist ja auch ein Magnet dabei. Und damit kann man die Knetmasse dann auch am Magnet festhalten. Auch super schön von der Farbe und auch überhaupt nicht durchsichtig. Und dann komme ich hier schon zum letzten, zum Glitter Unicorn Putty. Wieder so ein bisschen feuchterer Schleim, der ziemlich schnell reißt. Erinnert mich direkt ein bisschen an diesen Alien-Schleim. Lässt sich auch kneten, wenn man das Einhorn rausgenommen hat. Das ist aus Plastik. Also kann man auch ganz schön so kneten. Aber wie ihr seht, beim Kneten reißt das schon so auseinander. Das kann man überhaupt nicht ziehen. Also das zieht keine Fäden. Also das kann man ja noch so leicht ziehen, wenn man ganz vorsichtig ist. Das geht hier gar nicht. Ja, jetzt hat es einmal funktioniert. Das ist auch ganz durchsichtig und da sind ganz viele kleine Glitzerpartikel drin. Schönes hellblau. Und jetzt schaue ich mal, wenn ich das auf den Tisch fallen lasse. Ah, das springt auch. Und mal schauen, ob man das zum Furzen bringen kann. Ich glaube, dafür muss ich einmal das Einhorn hier rauslegen. Der Schleim kommt rein. Und... ja, doch. Okay, dann habe ich jetzt alle einmal vorgestellt und ich würde sagen, am besten hüpfen kann auf jeden Fall Marks Thinking Putty. Am besten ziehen kann man den Schleimeschlamm. Am besten furzen können die beiden hier. Und am durchsichtigsten sind die hier. Was kann dann am besten hüpfen? Achso, das habe ich schon gesagt. Das kann am besten springen auf dem Tisch. Am besten ziehen. Und am schönsten von der Farbe, finde ich, ist eigentlich auch das hier. Obwohl dieser Furzschleim auch schon echt außergewöhnlich von der Farbe ist. Der gefällt mir auch richtig gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch von diesen Sachen am besten gefällt. Entweder mit einem kleinen Alien drin oder mit einem Einhorn drin. Glitzerschleim oder durchsichtiger grüner Schleim. Oder dieser riesengroße Schleimbatzen von Slimy. Der Furzschleim. Also die beiden sind echt richtig ähnlich, finde ich. Oder seid ihr eher so der intelligente Knetetyp, dann ist dieses Marks Thinking Putty etwas für euch. Schreibt mal in die Kommentare, was so euer Favorit ist. Ich habe es ja eben schon gesagt, also mein Favorit ist meistens so der Schleimeschlamm.
von den Olchis. Aber die anderen finde ich auch echt cool. Also ja, vielleicht habt ihr eine Idee, was ihr so am besten findet. Dann schreibt es gerne unten rein. Wenn ihr noch Wünsche habt, was ich vielleicht nochmal miteinander vergleichen soll, auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Und sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben dalassen. Sonst schaut natürlich auch mal unsere anderen Videos. Zum Beispiel die Top 10 Videos. Da habe ich mal meine Top 10 intelligente Knete vorgestellt. Oder Top 10 Schleim. Also da gerne nochmal reinschauen. Oder sonst in unsere vielen anderen Spielzeugvideos. Abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!